Om nom 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 nom. Ich habe heute Morgen die Haare gefärbt und gerade gehe ich einkaufen. Ja, schon die Haare sehen so aus wie Yin und Yang, aber dennoch eine Frisur. bin schon voll so gehypt auf das Konzert heute Abend. Ich freue mich voll. Bin auch schon so im Gedanken, so, oh, was ziehe ich an? Und ich werde total fancy und so, oh ja, das könnte ich anziehen und so schmücke ich mich. Und keine Ahnung, ich liebe das ja. Und dann so irgendwie sowas so total abgefahren ist, dann irgendwie so, weiß nicht, so innen gleich außen dann zu machen, von meinem Outfit her. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich so die Non-Dualität dann so am besten irgendwie darstellen kann. Irgendwie vielleicht so ein Glitzer-Punk, keine Ahnung. Genau. Es ist noch so passiert. Mein Kopf ist gerade Matsche, genau. Mein Freund und ich haben angefangen, Ahead in Time zu spielen. Das ist voll süß, das Spiel. Und ja, ich hatte eben in der Wohnung so diese ganze Non-Dualität und Liebe verteilt, weil man eben ich liebe dich auch anders sagen kann als mit Worten. Ja, und dann hatte ich so lauter so grüne und blaue Sachen so nebeneinander gestellt. Und auch zu den Farben grün und blau, wenn euch das interessiert. Da gibt es so ein Video von MyLab, die schaue ich ziemlich gerne und die hat mal so ein Video rausgebracht, das heißt, so habt ihr Farben noch nie gesehen. Das Video finde ich richtig toll. Und dann hatte ich das so auch am PC dann so reingemacht, weil ich bin extra so aus dem Haus gegangen und so. Mein Freund dachte, ich wäre dann eigentlich gar nicht da, sondern bei meiner Mom und bei meinem Bruder. Und ja, damit er so in Ruhe so die ganze Rätsel lösen kann. Also es waren, glaube ich, insgesamt fast 100 Sachen oder so, die ich da verteilt hatte. Ich war so völlig hyperaktiv und dann ist mir so das eine eingefallen und dann kann ich noch das andere machen und oh. Und genau, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, weil immer wenn ich so aufgedreht bin wie jetzt gerade, bin ich total vergesslich. Aber es ist eigentlich egal. Ich weiß noch, ich war bei den Rätseln. Genau. Und dann hatte ich beim PC dann auch so oben bei der YouTube-Suchleiste reingeschrieben, ich sehe was du nicht siehst, spielen und dann so ein Herz. Da gibt es ja auch dieses Lied von Pavlidis oder Ohrboten, ich weiß gerade nicht. Ich sehe was, das finde ich auch ziemlich cool. Hallo. Ich war ja gestern auf dem Konzert. Natürlich immer noch so ein bisschen muffelig. So, ich muss da duschen. Ja, ich bin alleine hin, weil meinem Freund ging es nicht so gut. Ja, es war aber, weiß nicht, ich bin da hingelatscht und wurde dann im Prinzip sofort angequatscht, wegen meinem Outfit. Ich hatte auch so, ja, Mäuseschnurrhaare und so eine Nase und so Öhrchen an und so meinen fluffigen Rock. Und genau, da war so ein Mädchen, die hat mich gefragt, wie ich heiße und ich meinte Rebel Girl, Weltall, Maus und Alex. Und sie so, Rebel Girl von Bikini Kill, und ich so, ja, und dass ich das sogar tätowiert habe. Und ja, keine Ahnung, wir haben dann geredet und es war irgendwie voll cool. Und ich habe dann Kreise verteilt. Die hat auch die Non-Dualität. Das war voll lustig. Also, so die erste Person, die mich anquatscht, ist einfach auch, keine Ahnung. Aber okay, es ist ein Captain Pen Konzert, da sind eh coole Leute unterwegs. Und dann bin ich rein. Ja, was ist so passiert? Ich stand zuerst in der dritten Reihe
und habe dann beim Lied Neue Freunde einen Fuchs auf die Bühne geworfen. Aber nicht Foxy, sondern einen anderen. Den hatte ich secondhand wo aufgetrieben. Und da hatte ich so eine Nachricht um den Hals gebunden. Mit der Schnur von der ersten Goa-Hose von meinem Freund. Weil die war abgerissen, die Schnur. Weil die Hose ist keine Ahnung. Die hat, glaube ich, mehr geflickte Stellen als Ganze, aber die ist mega cool, genau deswegen. Ja, das ist dadurch ein Einzelstück und so. Was Besonderes mit Erinnerungen. Und, ich habe mich dann kurz ein bisschen assi gefühlt, weil ich habe es halt hingekriegt zu werfen. Heißt, ich habe Captain Peng mit dem Fuchs, glaube ich, habe den voll auf seinen Arm geworfen. Keine Ahnung, dann hatte ich kurz die Sorge so, und dass ich ihn irgendwie von seiner Show abgelenkt habe, aber er hat ihn dann so kurz in der Hand gehalten, so ein bisschen damit rumgewackelt, aber dann auf den Boden gelegt und war ich so, oh. Aber der hat dann so einen Platz bekommen an der Seite bei, keine Ahnung, beim linken Typ, ich weiß nicht, wie die heißen. Und ja, gefilmt habe ich dort nicht, weil ich dachte, Kamera darf man eh nicht mit reinnehmen und so und keine Ahnung, kann man auch, okay, ich kann auch mit Kamera tanzen, aber weiß nicht, wie es für die ganzen anderen Leute ist und keine Ahnung. Und dann bin ich auch noch in die erste Reihe gegangen, weil ich war noch nie in der ersten Reihe, ich wollte das unbedingt mal machen und hab dann so den Weltraumprinz rausgeholt, das ist so eine Katzen-Kuscheltier-Dingsbums. Und meine Clubschi-Maus stehen dann so für mich und meinen Freund, weil ich dachte, ich nehme das Ding sie mit, weil mein Freund ja nicht da ist. Und dann habe ich mit den beiden dann eben so rumgetanzt. Und ja, also keine Ahnung, ich fand ich auch cooler getanzt als Fettenpein. Aber der hatte ja auch einen Nachteil, der hatte ja auch sein Mikro in der Hand. Aber hüpfen kann er besser als ich. Ja, also am Anfang beim Tanzen hatte ich noch so ein bisschen Komplexe, aber irgendwann war das auch so, einfach die Musik fühlen und sich wie so eine Welle bewegen und so dahin fließen, so die Musik tanzen oder tanzen lassen. Und genau, dann habe ich, genau, Peng ist dann auch kurz so oft von der Bühne runtergesprungen und ja, so in der Mitte dann durchs Publikum gelaufen, es war voll cool und alle haben dann so voll angefangen rumzufeiern und rumzutanzen, eine gute Stimmung und genau, kurz danach habe ich ihm dann noch so einen Kreis aus meiner Apfeldose gegeben und ja, hat sich bedankt, ich hoffe, er hat nicht gegessen, weil ich kam nicht dazu, ihm zu sagen, dass der aus Modelliermasse ist, weil es gab ja jetzt schon mehrmals Leute, die versucht haben, meine Kreise zu essen. Ich habe mir jetzt schon angewöhnt, den Leuten dann meistens zu sagen, dass sie nicht essen sollen. Und was habe ich dann gemacht? Genau, nach Socke Sophie wurden dann nochmal so ein paar Socken rumgeworfen, so eine Sockenkanone. Und eine der Socken ist dann neben mir auf dem Boden gelandet und die habe ich dann eingepackt für meinen Freund, damit er auch was hat. Wir machen Sushi. Ich habe gerade eine Feder gefunden, so blaue Streifen. Ich mache gerade meinen Morgenspaziergang. Hier ist voll der coole Nebel. Also gerade so 9.30 Uhr, wenn ich früher losgehe, ist hier noch mehr Nebel. Das ist voll krass, wegen dem Fluss kommt es halt immer so. Der ganze Boden ist gefroren, voll cool. Gerade habe ich wieder so eine Schwankung. Heißt, es ist wieder so ein bisschen Gedankenkreisen da, weil irgendwie auch in mir so Traurigkeit auch ein bisschen da ist, aber auch Wut. Und dann so immer wieder auch so leicht der Impuls kommt, irgendwie zu weinen. Und deswegen dachte ich, gehe spazieren. Und
ja, lass die Gefühle zu. Vorhin auch noch so ein bisschen Musik gehört, als ich aufgestanden bin, weil es war halt wirklich so, ich bin wach und habe Gedankenkreise. Also so instant eigentlich. War kurz wirklich so, stehe ich überhaupt auf? Ja, weil gestern Abend war halt was ein bisschen schwierig war und deswegen, ja, schwingt es noch so ein bisschen nach. Ich habe dann zwar gestern noch Musik gehört, aber das ist halt so eine Sache, die mich auch schon länger belastet, die ich noch nicht so komplett geklärt habe. Deswegen haftet da jetzt mein Ego eher dran als jetzt irgendwie an anderen Sachen, glaube ich. Ja, ansonsten, heute ist es Sonntag, nachher ist noch mein Familiengeburtstag, sehe ich auch meinen Brudi, es wird lustig. Und die Katze meiner Mutter, die ist so ein richtiges Müffelstück, also wirklich so vom Blick her. Ja, Freitag habe ich dann auch noch mit Freunden gefeiert, aber einige sind leider nicht gekommen, also weil zum einen ging es welchen nicht gut oder einer macht auch irgendwie Therapie gerade. Ja, keine Ahnung, mein Bruder ist krank geworden, der wollte eigentlich auch vorbeikommen, aber egal. Ich finde, es war dennoch lustig, ziemlich verrückt. ich hatte wieder meine Mäuseöhrchen und so an und ein Kumpel hatte mir dann, der macht auch so Cosplay-Kostüme und so, der hat mir dann so neue Mäuseöhrchen gebastelt an so einem Haarreif. Auch mit so ein bisschen Glitzer und Perlen dran. Sind voll süß. Und noch was anderes. ja, und ich habe jetzt auch so ein Dings-Räucherstäbchenhalter bekommen. Hat eine aus Speckstein selber gemacht. Voll cool. Und ich malte ja auch noch so ein Porträt, wie sie so eine Cannabis-Hexe ist. Ja, was habe ich sonst noch so gemacht? Ja, ich habe gedacht, ich trinke mal wieder Alkohol. Also, ich trinke eigentlich nicht viel Alkohol. Letztes Jahr habe ich insgesamt einen Radler getrunken. Und, ja, ich weiß nicht mehr, so mit 16, 17 hatte ich so voll die Saufphase. Mit 18 war es nicht mehr ganz so krass, aber eigentlich schon noch jedes Wochenende. Und, ja, also mit 16, 17 war es halt so, ich habe eigentlich jede dritte Woche so gekotzt oder so, es war nicht gut. Also Alkohol war halt auch so die Substanz, mit der ich es eigentlich völlig übertrieben habe. Und genau, dann war es irgendwie so, dann bin ich, ich habe angefangen LSD zu nehmen und hatte ich irgendwie auch gar nicht wirklich so Lust drauf und bin dann auch mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen und keine Ahnung, irgendwie... Ja, ein, zwei Mal im Jahr oder so habe ich dann nur noch was getrunken. Und man hat ja dann so gar keine Toleranz mehr, wenn man so wenig trinkt. Also das war ich gar nicht mehr gewohnt, weil eine Zeit lang habe ich halt früher so getrunken wie ein Loch. ich habe eigentlich nur... 2 Gläser Wein getrunken und ein paar Schlücke Bier. Und schon nach einem halben Glas Wein habe ich was vom Alkohol gemerkt. Das war ich überhaupt nicht mehr gewohnt. Habe dann aber auch zwischendurch was nicht alkoholisches bestellt, sodass ich halt keinen Kater bekomme oder so. Aber ich war zeitweise schon, ja, besoffen. Nicht so, dass ich jetzt irgendwie getaumelt bin oder so. Schon auch so, dass es für mich selber auch lustig war. Aber ja, ich war selber überrascht. Und keine Ahnung, ich habe es ein bisschen unterschätzt, glaube ich auch. Was einfach, weil ich im Her war. Und keine Ahnung. Am nächsten Tag war ich dann so total faul und müde. So einen Mini-Brand hatte ich, aber
ja, zum Glück kein Kater oder so. Aber zwei Gläser Wein Kater wäre auch. Hatte nur so ein bisschen Magen-Darm-Probleme dann. Blöder Alkohol. Puh. Also ich weiß nicht, ich könnte mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, jede Woche Alkohol zu trinken. Ich weiß auch nicht. Ich fand es jetzt okay, dass ich das mal wieder gemacht habe. Aber irgendwie, also sowas wie von Sensatonics, diesen Moonwalk will ich irgendwann mal ausprobieren. Die haben ja auch so Kräuterbitterzeug. Und dass da irgendwie auch so aphrodisierendes Zeug drin ist und keine Ahnung. Aber, oh nee, klettern und, so. Aber, keine Ahnung, der meiste Alkohol ist einfach so, es reizt mich überhaupt nicht mehr. Ja, dann gehe ich wie gesagt nachher noch zu meinem Familiengeburtstag. Meine Mutter macht veganen Kuchen. Und wir haben ja Sushi gemacht. Ich hatte ja den Sake gefilmt, den habe ich jetzt aber noch nicht getrunken, weil ich hatte gestern keine Lust mehr auf Alkohol. Aber das ist voll viel geworden. Also wir haben immer noch was übrig, ganz viel Sushi. Gar nicht, dass im Januar auch schon Pilze wachsen.